Herzlich willkommen bei Canisius TV, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Jesaja-Perle. Sieht Gott mich überhaupt? Hat er mich überhaupt im Blick? Ich bin ja doch nur einer von 8 Milliarden derzeit lebender Menschen, ja, von den gestorbenen Milliarden mal gar nicht zu reden. Prominent bin ich auch nicht. Wie soll da Gott an mich denken, sich meiner Sorgen, ausgerechnet meiner Sorgen, kümmern? Der hat doch ganz andere Sorgen. Haben Sie auch schon mal so gedacht? Dann sollten Sie unsere Jesaja-Perle von heute, die Worte des Propheten Jesaja aus Jesaja 40, 26 beherzigen. Dort heißt es nämlich: Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat die Sterne dort oben erschaffen? Er, der Herr, ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt und der sie alle beim Namen ruft und vor dem Allgewaltigen und Mächtigen, da wagt keiner zu fehlen. Wissen Sie, wie viele Sterne es gibt? 70 Trilliarden. Aber fragen Sie mich bitte nicht, wie viel das ist. Unzählige jedenfalls. Und doch bleibt vor Gott keiner unbemerkt. Und wenn dem so ist, wie kann dann damals das Volk Israel sagen, ja, mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht. Ein Gott, der Trilliarden von Sternen auf dem Schirm hat, der hat natürlich auch ein paar Millionen Israeliten auf dem Schirm. Und wenn dem Herrn weder die Wege der Sterne noch die alten Israeliten verborgen waren, wieso sollte dann ihr Schicksal Gott gleichgültig sein? Ein Gott, der das Blaumachen und Krankfeiern von einem von 70 Trilliarden Sternen bemerkt, der sieht auch, wenn Sie Kummer haben. Die ganz Kleinen unter uns, die wissen, dass ein Gott, der den Überblick über Trilliarden von Sternen hat, einen Menschen ganz gewiss nicht übersieht. Es wird ihnen, hoffe ich, von klein auf gesagt bzw. vorgesungen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der großen Zahl. Ich bete, allmächtiger Gott, alle, die dir vertrauen, schöpfen neue Kraft. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich verloren und vergessen vorkommen, lass sie neu spüren, dass du ihre Sorgen kennst und es gut mit ihnen meinst. Für die Christen lass sie für andere eine Quelle der Ermutigung werden. Lass sie im Vertrauen auf dich ihre Gaben entfalten, zum Wohle von Kirche und Welt. Für die Kinder dieser Welt, dass sie in einer sie behütenden Geborgenheit heranwachsen können. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Gott, du bist ein ewiger Gott, du kennst uns. Und du liebst uns, jetzt
und in Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben einen Gott, der auf mich sieht, wie es auch auf einem evangelischen Kirchentag das Motto ist und war. Gott sieht mich. Aber das ist kein Stasi-Gott, kein Überwachungsgott. Es ist ein Gott, bei dem ich mit meinen kleinen vielleicht Sorgen im Weltmaßstab gesehen, der mich und meine kleine Sorgen im Blick hat. Und vielleicht gehe ich mit diesem Wissen heute einmal in meinen Tag hinaus und in der Gewissheit, dass Gott mich sieht und im Blick hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die Deinen und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Tschüss, bis bald.